Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Grundkompetenz WS 1.2 besprechen, bei der es darum geht, Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen zu können. Um euch das Ganze etwas näher zu bringen, habe ich hierfür drei Aufgaben von der Seite des Ministeriums gewählt. Zuerst die 1608. Hier sind die Tageshöchsttemperaturen von einem Sommermonat dargestellt und in einem Stängelblattdiagramm zusammengefasst. Hieraus soll man nun ein Kastenschaubild bzw. einen Boxplot zeichnen. Wie gehe ich das am besten vor? Ich starte immer damit, dass ich mir zuerst das Minimum und das Maximum hole. Minimum ist hier 19, das Maximum 40. Diese beiden Werte zeichne ich unten in diese Darstellung ein. Ich suche mir 19, das ist hier, und auf der anderen Seite 40. Somit sind Minimum und Maximum eingezeichnet. Als nächstes hole ich mir immer den Median. Um den Median zu bestimmen, zähle ich mal die Werte und stelle fest, es sind 31 Werte. Juli oder August in dem Fall. So, bei 31 Werten einer ungeraden Zahl ist der Median ein fixer Wert in der Datenliste und hier der mittlerste Wert, also der 16. Wert. 15 Werte sind darunter, 15 Werte sind darüber. Wenn ich das Ganze durchzähle, ist bei mir der 16. Wert 27. Das trage ich auch ein. Nun noch fehlt noch Q1 und Q3. Q1 ist ja der Median der unteren Hälfte. Die untere Hälfte sind 15 Werte. Von 15 Werten ist der mittlerste Wert der 8. Ich suche also hier den 8. Wert, zähle das durch und stelle fest, dass das 26 ist. Und trage dies ebenfalls unten ein. Dasselbe Spiel mache ich mit der oberen Hälfte. Ich suche dort den Median der obersten 15, zähle das durch und stelle fest, dass das 33 ist. Auch diesen Wert trage ich unten ein und vervollständige im Anschluss das Kastenschaubild. So, in einem Boxplot nochmal zusammengefasst, sind die Werte Minimum, Maximum, Median, Q1 und Q3 darzustellen und so zu zeigen. Zum nächsten Beispiel, die 1475. Hier sind 140 Lkw geprüft worden und hier in dieser Tabelle dargestellt. Nun soll man hierfür ein Histogramm zeichnen. Wir haben hier diese drei Bereiche, die leider verschieden breit sind. Einmal eine Tonne, einmal zwei Tonnen und einmal drei Tonnen Breite. Und beim Histogramm geht es eben, das steht hier unten, um den Flächeninhalt. Dieser soll die absoluten Häufigkeiten darstellen. Ich habe hier unten einmal die Breiten der Intervalle dargestellt und zeichne nun die zugehörigen Flächen. Wenn die Fläche 30 sein soll und die Breite ist 1, muss das Ganze 30 hoch sein. Bei einer Breite von 2 sollen 50 dargestellt werden, somit muss das richtig 25 hoch sein. Und das dritte ist 3 breit und muss 20 hoch sein, da es ja insgesamt eine absolute Zahl von 60 darstellen soll. Wichtig hier wieder, es geht um die Fläche. Ich habe es beim letzten Video schon erwähnt, lasst euch nicht von der Höhe der Säulen täuschen. Man muss wirklich nur auf den Flächeninhalt der Rechtecke schauen. Um noch das Ganze noch etwas zu verdeutlichen, habe ich noch bei der dritten Nummer ebenfalls ein Histogramm gewählt. Hier sind jedoch schon drei solche Säulen dargestellt. Einmal 10%, 40%, 30%. Und diesen letzten Balken soll ich nun selber zeichnen. Die Anzahl muss 40 sein. Und wenn man richtig rechnet, stellt man fest, dass noch 20% fehlt. Die Breite ist von 20 bis 30, das habe ich eingezeichnet, also 10 breit. Und man soll 20% darstellen. Ich habe es hier eben noch hingeschrieben, 20% fehlen. Wenn das 10 breit ist und es soll die Fläche 20 entsprechen, muss das Ganze 2 hoch sein. Das habe ich hier dargestellt. 10 breit, 2 hoch, entspricht 20. Also den fehlenden 20%
Man muss hier aufpassen, hier sind die relativen Anteile als Flächeninhalte der Rechtecke dargestellt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und danke euch für eure Aufmerksamkeit und sehe euch hoffentlich im nächsten Video. Auf Wiedersehen!